Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Beim letzten Mal haben wir uns hier in die alte Mine begeben und haben uns schon mit ein paar von den Leuten bekannt gemacht. Und vor allem haben wir mit Aaron und einem Butler, der ihm einen Schlüssel geklaut hat, geredet. Und naja, ein bisschen Gewinn davon gemacht. Ja, das war ganz nett. So, und jetzt haben wir hier aber noch einiges zu erforschen und mit einigen Leuten zu reden. Vor allem mit Ian, der uns ja die Liste geben soll mit den Gütern, die alte Mine braucht. Die sollen wir dann ja zu Diego bringen oder alternativ ins neue Lager. Mal schauen. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das einfach mal an. Was haben wir denn hier drin? Wer bist du denn? Meine ich der Schinken. Ulbert. Hallo Ulbert. Was ist in dem Lagerschuppen? Das geht dich nichts an. So lange herumstehen macht bestimmt durstig. Und wie? Mann, ich könnte wohl den einen oder anderen Schluck vertragen. Hast du was dabei? Och, unter Umständen... Hier. Trink einen auf mein Wohl. Danke. Genau. Gut, dass wir das mit dem Alkohol während der Arbeit nicht ganz so ernst nehmen hier. Gibt's denn jetzt in dem Schuppen was Besonderes? Ein paar Truhen, in denen wir Vorräte lagern. Allerdings ist der Schlüssel verschwunden. Verschwunden? Ich wette, Aleph hat da seine Finger im Spiel. Dem Kerl kann man nicht trauen. Aha. Ja, den werden wir jetzt noch nicht weglocken, da wir den Schlüssel noch nicht haben. Und ich meine, ich weiß auch gar nicht, ob wir die mit Schlösserknacken aufmachen können. Aber Aleph haben wir ja schon getroffen. Das war der Butler, der in der einen Höhle da gesessen hat und uns für 10 Erze ein paar Informationen verkauft hat. Und ja, den können wir dann bestimmt nochmal einen Besuch abstatten und ihn mal fragen, ob er irgendwas über den Schlüssel weiß. Vielleicht. Vielleicht ja schon. Mit Grimes hatten wir beim letzten Mal schon geredet, oder? Ja, offensichtlich, denn er hat keine Dialogoption mehr. Ja, komm, sei still. So. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir hier für einen kleinen Unterstand haben. Mit den, na, so schick sind die Banner gar nicht, die da hängen. Sind alle schon ein bisschen kaputt, hä? Ihr braucht mal neue Leute. Könnt euch nicht vom König Roba ein paar neue Banner reinschicken lassen? Die sind bestimmt nicht so teuer, oder? Naja. Egal. Reden wir erstmal mit Ian, denn wegen ihm sind wir ja überhaupt erst hierher gekommen. Bist du Ian, der Chef der Mine? Ja, ich bin Ian. Und das hier ist meine Mine. Also fass nichts an und mach nichts kaputt. Ja, ja, ist klar. Ist das nicht Gomez' Mine? Ja, natürlich ist das die Mine des alten Lagers. Aber hier drin gibt's nur einen Chef. Und das bin ich. Kannst du mir ein paar Takte zur Erzförderung erzählen? Wir fördern hier rund um die Uhr Erz. Im Monat sind das über 200 Säcke Erz, die gelagert werden und nochmal 20 Säcke, die eingeschmolzen werden. Mit dem Erz, das wir dem König liefern, können Hunderte von Klingen hergestellt werden. Ich habe gehört, das Erz ist magisch. Erzähl mir davon. Das magische Erz besitzt besondere Qualitäten. Es macht die Waffen unzerbrechlich und die Klingen sind schärfer als gewöhnliche. Eine Armee, die mit solchen Waffen ausgestattet ist, hat einen entscheidenden Vorteil in jeder Schlacht. Erzähl mir mehr vom Erz. Leider geht die magische Wirkung des Erzes beim Schmelzen verloren. In den Hochöfen von Nordmar, da kennen sie die richtige Schmelztechnik. Aber selbst ohne die magische Wirkung sind Waffen aus diesem Erz extrem widerstandsfähig und richten mehr Schaden an als gewöhnliche Waffen. Ah, tja, damit erklärt sich wohl auch, warum diese Mine hier und dieses Minental von so großer Bedeutung ist für das Königreich und warum überhaupt mit den Leuten innerhalb der Barriere Handel getrieben wird. Tja. Erzähl mir von der Mine. Wenn du dich hier weiter umsehen willst, sei vorsichtig. In den Höhlen sind Minecrawler. Am besten du bleibst in diesem Hauptschacht und lass die Templer in Ruhe. Sie lungern zwar die meiste Zeit nur rum, aber wenn die Crawler kommen, gibt es keinen besseren Kämpfer an deiner Seite. Ich werde es mir merken. Ich habe noch zu tun. Und halte meine Jungs nicht von der Arbeit ab. Ich sehe mich nur mal um. Diego schickt mich. Ich soll die Liste abholen. Alles klar, hier ist die Liste. Sie sollen sich mit dem Liefern beeilen. Na, das ging schnell und einfach. Mach keinen Ärger. Ist doch schön, wenn die Dinge so unkompliziert sind.
Ich würde sagen, dann gucken wir uns doch mal an, was so auf dieser Liste draufsteht, oder? Bedarfsliste. Ian, der Boss der alten Mine, hat mir auf dieser Liste seinen Bedarf an Vorräten aufgeführt. Was haben wir denn da? 20 Laib Brot, diesmal aber nicht das Verschimmelte. Lecker. 25 bis 30 Äpfel, 10 Käse, eine Suppenkelle, eine Bürste, 5 Spitzhacken plus 3 Hämmer und reichlich Sumpfkraut. Weißt ja, erste Lieferung im Monat. Okay. Die Lieferung sollte übermorgen da sein. Ian. Na, das sind aber ordentliche Bedingungen. Und was ist, wenn ich jetzt hier noch 3, 4, 5 Tage rumlaufe? Dann gibt es die Lieferung ja doch nicht. Ja, mit Grimes haben wir schon geredet. So viele Kisten. Aber ich komme leider nicht dran. Weil hier so viele Leute rumstehen. Und ein großer Haufen Erz. Alles so verlockend. Vor allem eben die Kisten hier. 5 Stück. Aber wenn wir da dran gehen, dann werden wir direkt angegriffen. Das riskieren wir lieber nicht. Reden wir lieber mit Alberto. Mit dem kann ich tauschen? Jupp. Alles, was du willst. Wenn du Erz hast. Du, dann zeig mal her. Was hast du denn? Naja. Nichts Besonderes. Apropos, wir hatten noch die eine Quest, wo wir dem Typen so viel Essen bringen sollen. Haben wir das? Haben wir das hier? Balloros Waffe. Was soll er denn überhaupt haben? 5 Äpfel, 2 Flaschen Reisschnaps. Haben wir das schon? Äpfel, Äpfel, Äpfel. Die müssen ja irgendwo hier sein. 2 Äpfel. Dann sollten wir vielleicht mal welche kaufen. Und Reisschnaps haben wir 2 Flaschen. Das ist also in Ordnung. So, dann fehlen uns noch... Also 3 Äpfel brauchen wir noch. 5 Flaschen Bier haben wir auch. 3 Laibe Brot, 2 Käsestücke und 2 Weintraubenreben. Nein, nur zurück. Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Ach. Kurzzeitgedächtnis lässt grüßen. Nochmal, also. 5 Flaschen Bier haben wir. 3 Laibe Brot, 2 Käse und 2 Weintrauben. Mal schauen. Also 5 Bier haben wir definitiv. Wir haben ein Brot. Da brauchen wir noch was. Und wir haben weder Weintrauben, noch haben wir Käse. Das heißt, da sollten wir Alberto vielleicht schon mal ein bisschen was abkaufen. Bei dir kann ich tauschen? Nein. Bei dir kann ich... So, du hast Äpfel. Dann nehmen wir einfach mal 2 Stück, 3 Stück von mit. Dann haben wir da schon genug. Also wir finden bestimmt auch noch welche. Aber das möchte ich jetzt nicht riskieren. Und ich meine, wir haben so viel Erz. Wir können ihm einfach irgendwas anderes anbieten, was wir sowieso nicht brauchen. Hier, wie wäre es zum Beispiel mit einem Blutfliegenstachel? Der bringt dann direkt schon mal 13. Na komm, dann geben wir ihm direkt noch die anderen beiden. Die Flügel, dann können wir noch ein bisschen Erz rausholen. Fackeln. Ja, komm, machen wir das so. Dann gleichen wir jetzt noch ein bisschen mit ein bisschen Erz aus. Und dann hat sich das schon erledigt. So. Vielen Dank. Dann müssen wir uns jetzt halt nur noch ein bisschen umschauen, ob wir irgendwo noch Brot finden und Käse und Weintrauben. Ich glaube, die Weintrauben, die sind die schwierigsten Sachen, weil die kann man auch nicht einfach so finden. Aber das kriegen wir schon hin. Wobei ich die Mission vermutlich relativ spät abgeben werde. Aber das werdet ihr dann noch sehen. So, was haben wir denn hier noch? Hier geht's noch weiter runter. Na gut, da geht's noch weiter hoch. Das bringt uns jetzt nicht so wirklich viel. Aber wir wollen ja hier weiter runter. Und ich sollte zwischendurch auch mal ein paar Mal speichern hier in dieser Mine. Falls irgendwas aus diesen Höhlen rauskommt. Das ist immer nicht so witzig, wenn das passiert. Solange ich damit nichts zu tun habe. Was haben wir denn hier? Ein Höllenpilz, nehmen wir doch mal mit. Und noch ein Höllenpilz. So, wen haben wir denn hier? Gornabar. Na? Was weißt du über die Minecrawler? Die Crawler müssen irgendwo ein Nest haben. Wenn wir nur wüssten, wo es ist, dann würden wir die ganze Brut ausrotten. Okay. Möge der Schläfer dich schützen. Hast du auch noch irgendwas zu sagen, mein Templerfreund? Was liegt an? Wir sind hier, um die Crawler zu jagen. Dass wir damit gleichzeitig die Butler beschützen, kann allen Beteiligten ja nur recht sein. Was wir aber wirklich wollen, ist das Sekret der Crawler. Aus dem Sekret der Minecrawler-Zangen braut unser Guru Kor Kalom magische Tränke. Und seht ihr es, da hinten ist schon einer. Das ist ein Minecrawler. Ja. Ich werde jetzt nicht näher rangehen, damit ihr euch die mal näher angucken könnt.
denn die sind, glaube ich, noch ein bisschen stärker als wir momentan. Also erstmal will ich eine vernünftige Rüstung haben, nicht nur so eine Buddlerhose. Und eine bessere Waffe wäre auch ganz gut. Eventuell sogar noch ein bisschen mehr Stärke, aber... Boah Gott, flackert das. Geht so besser, ja. Ein bisschen mehr Stärke eventuell noch, aber ich will eigentlich nicht so viele Lernpunkte noch ausgeben. Aber da sage ich gleich noch was zu. Wir wollen erstmal hier noch ein bisschen weiter die Mine runter. Und da werden noch ein paar Leute sein, mit denen wir reden können. Aber wenn wir wieder hochklettern, also ich meine, wir sind jetzt sowieso fast unten. Da unten liegt schon der große Haufen Erz und der Schmelzofen steht da. Deswegen gehen wir einfach mal weiter und reden mit den Leuten und dann können wir mal ein bisschen was machen. So, Höllenpilze nehmen wir mit. Kann nie schaden. Sklavenboot nehmen wir auch mit. Die heilt immerhin ein bisschen. Na, was bewachst du hier? Doch nicht etwa nur das Rabenkraut, oder? Ach so, der erzählt sowieso nur das Standardzeug. Na gut, ich speichere nochmal kurz. Denn dann würde ich einmal kurz in den Gang hier reingehen und gucken, was wir da finden können. Aber falls uns da auch einfach nur Minecrawler entgegenkommen. Wobei, da geht's runter, ne? Dann weiß ich, was für ein Stollen das hier ist. Und soll ich euch was verraten? Man sieht sie nicht, aber da unten sind auch irgendwo Minecrawler. Deswegen werde ich da jetzt nicht runter... Oder ich meine zumindest, dass da welche wären. Ja, da unten. Habt ihr ihn gesehen? Haha. Ja, da werde ich jetzt noch nicht runtergehen. Das werden wir uns für ein andermal aufheben. Ich werde jetzt auch nicht da hochklettern, das könnte ich machen. Aber, ja... Oh, da hängt eine Spitzhacke in dem Erzbrocken drin. Egal, das gucken wir uns dann ein andermal an. Wir werden definitiv nochmal in die alte Mine zurückkommen. Aber viel mehr will ich jetzt auch nicht verraten. Das gucken wir uns dann an, wenn es dafür Zeit ist. Ja. So, noch ein Gardist. Habt ihr Namen oder seid ihr nur normale Buddler? Ja, nur normale Buddler. Das interessiert mich jetzt nicht. Mit euch möchte ich nicht reden. Noch ein Gardist. Buddler, die irgendwie gerade Pause machen. Naja, wer kann es ihnen verdenken? Ich meine, Erzschürfen ist bestimmt nicht die leichteste aller Arbeiten. Er macht auch gerade Pause. Hm. Was haben wir denn hier noch? Gorna Kosch, hallo. Was machst du hier? Ich jage Minecrawler. Kannst du mir was über die Crawlerjagd erzählen? Beim Crawlerjagen gibt's nur eine Regel. Wenn du sie siehst, lauf auf sie zu und töte sie, so schnell du kannst. Kämpfe ohne Furcht und töte ohne Gnade. Okay. Was liegt an? Hör mal, musst du eigentlich jeden anquatschen, der hier rumläuft? ja, was dagegen? Na, wer bist du? Du hast doch einen Namen, ich hab's gesehen. Gornavid, hallo. Und du hast gar nichts zu sagen. Ja, ja, ja. Was haben wir denn hier? Ein großes Rad, das gedreht wird. Und einen Ork-Sklaven, der es antreibt. Wir können leider nicht mit ihm reden. Ja, das ist ein Ork, auch wenn man ihn gerade... Jetzt kann man ihn sehen. Na? Wie geht's dir? Machst du auch gerade Pause? Hm, naja. Der braucht offenbar nur eine sehr, sehr kurze Pause. Tja, und der dreht hier diese Mühle, die vermutlich irgendwas antreibt. Ich glaube nicht, dass die zum Mahlen gedacht ist, oder? Ist da oben irgendwas drin? Erz oder so? Schwärze? Na gut. Egal. So viel Erz. Das sieht fast schon aus, als wäre das mehr Erz als bei den Magiern, bei den Wassermagiern. Hm, aber die schürfen vermutlich auch nicht so viel in der freien Mine. Weil ich meine, wenn man das mal die Mine, die Größe dieser Mine hier mit dem kleinen Kessel im neuen Lager vergleicht, ja, das ist schon ein Unterschied, was die Menge an möglichem Erz pro Monat ausmacht. Ich meine, 200 Säcke plus 20, die hier nochmal eingeschmolzen werden, das ist schon eine ganze Menge. Naja, egal. Viper... Was machst du denn hier, außer mit per Telekinese diesen Blasebalg zu bedienen? Ich habe gehört, du bist der Schmelzer. Du bist ja ein ganz schlauer Bursche. Ja. Ich habe gehört, ihr schmelzt nur einen Teil des Erzes ein. Früher haben wir alles Erz eingeschmolzen. Aber damit waren Gomez und die Magier nicht einverstanden. Wochenlang haben sie sich hier rumgetrieben und haben das Erz und alles andere untersucht. Sie haben hier rumgeschnüffelt. Ihre feinen Nasen in Sachen gesteckt, von denen sie keine Ahnung haben. Das Ende vom Lied war,
dass wir nur noch einen Teil des Erzes einschmelzen. Die Magier sind nicht mehr heruntergekommen. Tja, ich meine, es macht ja auch irgendwie Sinn, dass ihr nur ein bisschen vom Erz einschmelzt, wenn sowieso nur in den Schmieden von Nordmar die magischen Kapazitäten des Erzes richtig beibehalten werden können, wenn es eingeschmolzen wird. Macht das ja viel mehr Sinn, das rohe Erz rauszugeben, oder? Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren geben kannst. Ah, noch ein Händler. Boah, hat der viel Erz. 750. Krass. Haben wir noch irgendwas Schönes, was wir verkaufen können? Moment. Waffen haben wir nicht mehr. Rüstung sowieso nicht. Magie. Heilung. Ja, komm, die geben wir ihm mal, denn wir haben noch genug Essen. So, was haben wir hier? Irgendwas Schönes, das wir verkaufen können? Ein bisschen was von dem Fleisch vielleicht, aber das ist nicht so viel wert. Das behalte ich mir erstmal. Das können wir ein andermal verkaufen. Boah, wir haben auch noch so viel rohes Fleisch. Egal, das lassen wir erstmal. Dann haben wir ja, die Münzen sind sowieso nichts wert. Ja, komm, hier nimm mal die Blutfliegenflügel und dann die Fackeln kannst du auch noch haben. Das war's auch schon. Ach komm, wir packen ihm doch noch ein bisschen was von dem Fleisch dabei. Wir haben so viel. Ja, 30 Stück. 40 Stück. Ach komm, mach mal 50. Ich meine, 9 Fleisch reichen uns aus. Wir können das andere da noch braten. Dann sind wir wieder auf 31. Das passt schon so. So, gib mal her hier. 241 Erz. Nicht schlecht, nicht schlecht. Vielleicht können wir uns da sogar eine schwere Butlerhose mal leisten. Ich meine, die kostet wie viel? 500 Erz? Wir haben jetzt 1722. Das ist eine ganze Menge Erz für den Anfang. Und dann haben wir ja auch noch die Truhe bei der Schmiede im Sumpflager, die wir dann nochmal ausräumen können eventuell. Von daher, da wird noch ein bisschen was zusammenkommen. Höllenpilze, nehmen wir mit. Butler und jeder hat einen Namen, oder? Garb. Ich muss gerade an den einen Typen in Hot Fuzz denken, der immer nur mit Yarp antwortet. Was macht der Ork hier? Die Gardisten haben ihn gefangen. Seitdem wird er hier zur Arbeit gezwungen. Er ist ja noch nicht mal angekettet. Warum haut er nicht einfach ab? Er hat es einmal versucht. Die Gardisten haben ihm so stark zugesetzt, dass er ein paar Wochen nicht laufen konnte. Seitdem hat er nie wieder versucht zu fliehen. Irgendwie ist das ja ziemlich gemein, findet ihr nicht? Ich meine, klar, er ist ein Ork und die Orks wollen die Menschen töten, aber es ist trotzdem gemein. Das ist ziemlich unmenschlich. Pilz, nehmen wir mit. Ja, diese Skelette hier, die hier rumliegen, sollten schon mal eine gute Warnung sein. Und der Minecrawler, der da oben im Schatten steht, sollte auch erklären, warum hier so viele Skelette liegen. Deswegen lassen wir den mal in Ruhe. Ich speichere nochmal ab, denn ich will auch nochmal da in den Gang reinlaufen. Und falls irgendwas passiert, möchte ich nicht wieder von ganz oben runterlaufen müssen. Der ist auch ein Minecrawler. Können wir die Pilze hier noch einsammeln? Ohne, dass der auf uns aufmerksam wird, meine ich. Höllenpilz. So, ich glaube, ich bin wieder weg. Lalalala. So, einen großen Gang haben wir noch übrig. Der wird aber auch nicht sehr tief hinabführen in die Mine. Das heißt, wir haben sie im Grunde fast schon komplett abgeschlossen. Also zumindest jetzt in diesem Moment. Ich meine, klar, wir haben noch die ganzen Seitengänge, aber wie gesagt, da sollten wir erst später hin. Boah, so viele Pilze. Da können wir vielleicht dann auch mal den einen oder anderen verkaufen. Ich meine, wir wissen jetzt, wer viel Erz hat. Na komm, nimm mit. Können wir ein Festmahl machen. So eine richtig schöne Pilzpfanne. Mit ein paar Kräutern dabei. Das ist doch lecker. Wobei ich keine Ahnung habe, wie Sklavenbrot oder Höllenpilze schmecken. Aber wie viele Höllenpilze haben wir denn jetzt eigentlich? 7 Sklavenbrot? Gut, das ist jetzt nicht so viel. Na, wo sind die denn? Da, 59. Boah. Aber die sind halt auch nur 3 wert. Also, wenn wir die verkaufen, dann kommt nicht viel bei rum. Dann kriegen wir sowieso pro Pilz höchstens 1 oder 2 Erz. Naja. Aber, naja, immerhin, das sind 50 bis 100 Erz, mal eben so in Pilzen. Na, vielleicht verkaufen wir die doch irgendwann. Und die heilen sowieso nur 6, die werde ich vermutlich niemals einsetzen. Noch ein Orksklave. Mit dem können wir auch nicht reden. Hast du was zum Orksklaven zu sagen, zufällig? Ah, tatsächlich. Was ist mit dem Ork da? Unser Gefangener.
Sein Glück, dass das Zahnrad des Stampfers gebrochen ist. So kann dieser Hundesohn ausruhen. Wenn der Stampfer repariert ist, wird er wieder arbeiten. Schließlich ist er nicht zum Faulenzen hier. Lass mich mal vorbei. Habt ihr dem auch die Beine kaputt gemacht? So eine Gemeinheit. Ja, Butler. Bist auch Butler, oder? Und lass mich raten. Oh, Pilze. Nehmen wir natürlich mit. Ich meine, wir würden ja auch einzelne Erzbrocken mitnehmen, wenn sie hier rumliegen, oder? Dann nehmen wir auch einfach mal die Pilze mit. Rabenkraut. Was macht Rabenkraut eigentlich? Achso, Mana-Bonus 15. Ja, das wird uns später vielleicht noch helfen, falls wir den Magierweg einschlagen. Dum-di-dum-di-dum. Hier scheint es uns nichts mehr zu sein. Dann gehen wir nochmal kurz diese Rampe hier hoch. Oh, noch mehr Erz. Ich will es mitnehmen. Aber leider haben wir die Option nicht. So. Haben wir hier oben noch irgendwas Interessantes? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich gucke mir das einfach mal an. Oh, scheint aber nicht der Fall zu sein. Nö, hier sind nur zwei stinknormale Butler. Gehen wir einfach wieder runter. Und hopp. Woher habe ich eigentlich Schaden genommen? Achso, wahrscheinlich als ich draußen gegen die Viecher gekämpft habe. Hm? Ja, wie viel muss ich denn da wieder herstellen? Wir haben 68 von 88 Lebensenergie. Ja, da essen wir einmal ein gebratenes Fleisch und dann irgendwas, was noch 5 bringt. Vielleicht hätte ich einfach zweimal Beeren essen sollen, das wäre sinnvoller gewesen. Haben wir nichts, das 5 Lebensenergie-Bonus bringt? Nee, nur 5 Mana-Bonus. Egal, dann lassen wir das erstmal so. Ich meine, die 5 Lebenspunkte, die werden uns jetzt vermutlich auch nicht umbringen. Ashgarn, schicke Rüstung hast du an. Na, wie sieht's aus? Hey, wie sieht's aus? Noch gut. Solange niemand auf die Idee kommt, dieses Tor öffnen zu wollen, muss ich auch niemandem wehtun. Was ist denn so Besonderes hinter dem Tor? Minecrawler, große, böse Minecrawler. Und zwar sehr, sehr, sehr viele. Dann ist es wahrscheinlich eine gute Sache, dass das Tor zu ist. Denn wir wollen ja nicht, dass sehr, sehr viele Minecrawler hier rauskommen. Na, du stehst ja nur so rum. Hast du irgendwas Besonderes? Nö. Normale Buddler. Ja. Klettern wir nochmal hier hoch. Da oben scheint ja noch eine relativ große Plattform zu sein. Ja, dann kann ich jetzt auch mal so langsam was über die Lagerwahl noch sagen. Und zwar habe ich in der letzten Folge erwähnt, dass ich mir ja, eventuell den Magierweg einschlagen könnte. Und ich habe da ziemlich positives Feedback bekommen. Also einige Stimmen sind laut geworden, die meinten, ja, mach mal Magier. Ist bestimmt cool, würde ich gerne sehen. Und ich habe auch irgendwie tatsächlich Lust, mal den Magierweg zu spielen. Ich habe das noch nie gemacht, mit Magie gespielt. Also bisher habe ich nur mit Nahkampf gespielt. Also ich habe auch gar keinen Bogen gelernt oder Armbrust, die man später noch machen kann. Sondern wirklich nur mit Schwertern das Spiel durchgespielt. Hinten ist auch nur Buddler, okay. Deswegen wäre es für mich eventuell auch was Neues, mal einen Bogen oder eine Armbrust zu nehmen. Aber, ganz ehrlich, Magie ist da wesentlich cooler. Ja, und wir haben, wenn wir Magie nehmen wollen, aber eigentlich nur ein Lager, dem wir uns wirklich sinnvoll anschließen können. Also, naja, eigentlich zwei, aber wenn wir richtiger Magier werden wollen, eigentlich nur eins. So, und ich werde jetzt mal zu den ganzen Lagern ein bisschen was sagen. Und zwar, ja, fangen wir mal mit dem neuen Lager an. Ja, im neuen Lager können wir erst Bandit werden und ganz, ganz, ganz später haben wir die Möglichkeit, da Wassermagier zu werden. Das ist aber so spät, dass es sich im Grunde eigentlich nicht mehr lohnt, da wirklich Magie zu nehmen, da wir dann sowieso schon unsere Nahkampftalente und vermutlich auch Bogen und Armbrust hochgelevelt haben. Und man braucht für Magie relativ viele Lernpunkte. Also ich glaube, allein um die ganzen Kreise der Magie zu lernen, sind 140 Lernpunkte notwendig, um alles bis zum Maximum hochzuleveln. Und dann müssen wir auch noch Mana irgendwie hochbringen, weil was bringen uns die besten Sprüche, wenn wir keinen Mana haben, um sie auszusprechen? Und ihr seht schon, da werden viele, viele Lernpunkte für benötigt. Die Kreise der Magie sind halt folgendermaßen aufgebaut. Es gibt 6 Stück, soweit ich weiß. Und jeder Zauber ist halt einem bestimmten Kreis der Magie zugeordnet. So, es gibt jetzt Spruchrollen.
da hatten wir gerade eben die Heilungsspruchrolle, die haben wir aber verkauft. Und die kann man ausführen, egal was für ein Magielevel man hat. Hauptsache man hat genug Mana, dann kann man sich sprechen, dann ist die Schriftrolle aber auch futsch. Also wie in fast jedem anderen Rollenspiel auch, wo es Schriftrollen gibt. Die kann es halt jeder Charakter benutzen, aber dann ist sie weg. So, es gibt allerdings auch Runen. Und die Runen, die kann man unendlich oft einsetzen. Da muss man natürlich auch das Mana für haben. Aber die Runen sind verschiedenen Kreisen zugeordnet. Also so ein Feuerball ist, was weiß ich, Kreis 2 oder Kreis 3. Ich bin mir nicht sicher. Und auf Kreis 1 hat man halt sowas wie einen Feuerpfeil, um jetzt mal bei den Feuerzaubersprüchen zu bleiben. Und da muss man halt den entsprechenden Magiekreis gelernt haben. Den muss man sich eben auch von einem Lehrmeister beibringen lassen. Dann kann man diese Runen benutzen. Ja, so sieht das halt mit der Magie aus. Und wie gesagt, im neuen Lager kann man irgendwann Magie machen, wenn man denn möchte, aber wie gesagt, sehr, sehr spät. Deswegen würde sich das nicht lohnen. So, dann haben wir das Sumpflager. Da ist die Besonderheit, man wird ja Novize, wenn man dort aufgenommen wird. Und Novizen können von Anfang an Magie lernen. Nebenbei noch. Die werden dann irgendwann natürlich, also sie machen gleichzeitig Nahkampf und Magie. Ich glaube, Bogen und Armbrust ist im Sumpflager eigentlich gar nicht so richtig. Im Gegensatz zum alten und neuen Lager, wo halt Bogen und Armbrust sehr hochgeschrieben wird eigentlich. Moment, ich muss mal eben gucken, war das hier drin, wo der Aleph saß? Gucken wir mal, ja. Wie gesagt, Novizen können direkt Magie lernen, aber, und das ist das große Aber, weswegen sich das, wenn man richtig Magie machen möchte, eigentlich nicht lohnt, im Sumpflager aufzunehmen, sondern halt nur nebenbei zum Nahkampf als Magieunterstützung nehmen möchte. Man kann im Sektenlager die Magie nur bis Stufe 4 lernen, also bis Kreis 4. Das heißt, die Kreis 5 und Kreis 6 Zaubersprüche, was natürlich die stärksten im Spiel sind, mit denen man richtig, richtig viel Schaden machen kann, die sich erst richtig, richtig lohnen, die kann man nicht lernen, weil man halt nur bis zum vierten Kreis der Magie kommen kann. Deswegen, als reiner Magier lohnt sich das auch nicht so richtig. Und wo ist Aleph hin? Ach so. Ah, okay, der Gaddis steht gerade hier, Brandick, deswegen redet er nicht mit uns. Aber schaut mal, jetzt ist es gut, dass wir ihn nicht verpfiffen haben, sondern dass ich nochmal geladen habe, denn sonst würde uns Aleph vermutlich nicht über den Schlüssel erzählen. Reden wir mal mit ihm. Weißt du was über die Schlüssel für die Truhen im Lagerschuppen? Nun, das kommt ganz drauf an. Darauf, wie viel Erz ich dir gebe. Du lernst schnell. Ach komm, sind wir mal großzügig, geben wir immer 50 Erz. Ich meine, wir haben's ja. 50 Erz sind mehr als genug für dich. Überaus großzügig. Hier ist der Schlüssel. Und nimm auch diesen Ring. Mir hat er immer Glück gebracht. Oh, vielen Dank. Das hat sich ja richtig gelohnt. Viel Glück noch. Du weißt ja, wo du mich findest. Ja, ja. Was ist das denn für ein Ring? Zeig mal her. Ring der Kraft, Stärkebonus 5. Rüsten wir doch direkt mal an. Wir können zwei Ringe tragen. Und der ist mal eben 160 Erz wert. Also das, die 50 Erz haben wir locker wieder raus. Und jetzt haben wir sogar Stärke 35. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Damit können wir schon ein bisschen was anfangen. So, und den Schlüssel haben wir auch. Das heißt, wir gehen nochmal runter zum Lagerschuppen. So. Ich war gerade dabei, was zu den Lagern erzählen. Ja, wir haben dann noch das alte Lager. Und wenn man richtig Magie machen möchte, dann ist eigentlich das alte Lager die sinnvollste Option. Denn man wird zwar erst Schatten, hat aber relativ früh im Spiel die Möglichkeit, Magier zu werden. Und das Schöne ist, dass man dann halt auch alle Magiekreise lernen kann. Nicht von Anfang an, klar. Zum einen fehlen einem da die Lernpunkte, zum anderen muss man in der Story erst ein bisschen weiter fortschreiten, damit einem die anderen Optionen möglich sind, um halt höher zu kommen. Aber es ist theoretisch möglich, dass man bis Kreis 6 kommt. Im neuen Lager auch, wenn man da Magier wird, aber wie gesagt, da ist es halt so spät, dass sich das nicht lohnt. Deswegen tendiere ich gerade wirklich dazu, dass ich mich dem alten Lager anschließe, auch wenn da viele Arschlöcher drin sind und ich das alte Lager eigentlich relativ unsympathisch finde, aber so ein Magierspiel zu spielen, das hätte schon was. Definitiv, finde ich. Ich muss noch weiter runter. Und ja, mal schauen. Vielleicht könnt ihr noch mal schreiben, wie ihr dazu steht. Ich meine, ein paar Stimmen habe ich ja schon gehört, die mir sagten, Magier werden. Aber jetzt, da ihr wisst, dass wir dafür dann vermutlich ins alte Lager gehen werden, vielleicht ändert sich eure Meinung ja doch noch mal, weil ihr denkt, das alte Lager ist doof. Aber ja, ich werde mir erstmal ein bisschen Lernpunkte aufsparen. Wie viel Erfahrung braucht man eigentlich noch bis zum nächsten Level? Na, ein bisschen noch. 1700, aber das kriegen wir eigentlich relativ schnell.
Und ich meine, wir müssen sowieso noch eine Stufe machen, mindestens, um uns einem der Lager anzuschließen, da wir dafür ja Stufe 5 brauchen. Deswegen, da wird noch ein bisschen was an Erfahrung rumkommen. Ich würde sagen, wenn ich, ja, keine Ahnung, 40 bis 50 Lernpunkte habe, wenn ich Magier werde, dann sollte das schon reichen, um was zu reißen. Also ich werde eventuell nochmal, also was ich auf jeden Fall noch lernen werde, ist Tiere ausnehmen. Da gibt es ja ein paar Fähigkeiten, die kosten irgendwie so 4, 5 Stück. Ich glaube 4 waren es, die kosten aber alle nur einen Lernpunkt, also ist das nicht besonders wild. Und die bringen uns halt viel, viel Erz ein. Ihr habt gesehen, allein die Blutfliegenstachel und Blutfliegenflügel haben uns ein bisschen was gebracht. Und wenn wir dann noch Felle abziehen können und Krallen und Zähne und hast du nicht gesehen, dann haben wir damit eigentlich ein relativ gesichertes Einkommen. Und dann werde ich eventuell den Rest, also was weiß ich, die 6 oder 5 Lernpunkte, die noch übrig sind, in Stärke stecken. Je nachdem, müssen wir mal gucken, wie gut wir dann klarkommen, wenn wir dann auch eine bessere Waffe haben. Aber ja, viel mehr möchte ich dann auch nicht ausgeben. Also Schlösser öffnen Stufe 2, oh Gott. Schlösser öffnen Stufe 2 werde ich dann vermutlich auch nicht lernen. Da müssen wir bei den 50% bleiben. Und Einhänder werde ich eventuell auch nicht meistern. Ich meine, das kostet jeweils 20 Lernpunkte. Das sind zusammen mal eben so 40 Lernpunkte, die wir dann ausgeben müssten. Das ist halt relativ viel. Naja, egal. Wir wollen erstmal Ulbert hier weglocken. Weglecken, genau. Ist klar. Hör zu, Ian und die anderen sitzen unten und lassen sich gebratenes Fleisch schmecken. Was? Ohne mich? Na, ich werde mir meinen Anteil schon holen. Ja, mach Lass du mal. Lass mich vorbei! Ja, geh du ruhig mal. Ich meine, du hast hier zwar einen Schinken liegen, den du einfach essen könntest, aber naja, jetzt ist es mein Brot und mein Schinken. Dann gucken wir mal, was hier in den Kisten Schönes drin ist. Komm zu Papa. Eine Feuerball-Zauberspruchrolle. 203 Erz. Ja, nehmen wir doch gerne mit. Und da sind die 3 Äpfel. Naja. Egal, wir haben sie jetzt gekauft. Damit haben wir sie auch. Und, naja, eigentlich hätte ich damit rechnen können. Aber egal. Die waren ja jetzt nicht so teuer. Und noch 2-mal Licht. Ein Feuer irgendwas. Ich habe gerade nicht gesehen, was das war. Aber wir sollten das jetzt nicht angucken, sondern erstmal rausgehen. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Liegt hier noch irgendwo was rum? Ah, scheint ja nicht der Fall zu sein. Okay. Also ich würde sagen, die 50 Erz-Investitionen haben sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt gucken wir uns mal die Schriftrolle an. Feuerpfeil. Ja, genau, hatte ich ja gesagt. Wie gesagt, mit dem Feuerball ist keine Ahnung, was für ein Kreis, 2 oder 3. Feuerpfeil ist halt erster Kreis. Aber man sieht schon der Schadensunterschied. Also so ein Feuerpfeil, genau. Nein, so ein Feuerpfeil macht 30 Feuerschaden. Wohingegen so ein Feuerball, der macht zwar auch nur 30 Schaden, aber pro Mana. Und das ist eine Magie, die man aufladen kann. Also man sieht, Mana kosten maximal 5. Das heißt, man kann mehr Mana reinstecken und dann macht man pro Mana 30 Schaden. Das heißt, ja, wenn man das voll auflädt, sind das mal eben so 150 Schaden, die ein einzelner Feuerball macht. Also man sieht schon, Magie ist relativ mächtig. Es hat auch so seine Tücken. Da man zum Beispiel beim Aufladen von den Zaubern nicht getroffen werden sollte, denn dann ist der Zauber weg. Was bei einer Schriftrolle sehr ärgerlich ist, da die Schriftrolle dann auch weg ist, verbraucht wurde, obwohl man keinen Schaden gemacht hat. Aber damit muss man halt leben. Und als reiner Magier zu spielen, ist, glaube ich, auch viel zu schwer. Das kriegt man eh nicht hin. Also ein bisschen Nahkampf muss man sowieso machen. Vor allem halt am Anfang, bis man Magier wird. Hey du, es gab gar kein gebratenes Fleisch. Ja, da muss ich mich wohl geirrt haben. Schönen Tag noch. Ich bin dann mal weg, glaube ich. Hast du noch was zu sagen? Nö. Hat Ian was dazu zu sagen, dass wir jetzt 2 Leute hier zu ihm geschickt haben? Lass mich vorbei! Ja, komm. Sei mir nicht so aggressiv. Der hat auch nichts dazu zu sagen. Ich schau mich mal um. Mach keinen Ärger. Ich Ärger? Nein. Wie würdest du denn darauf kommen? Ich meine, ich habe 2 deiner Leute zu dir geschickt, unter irgendwelchen Vorwänden und jetzt fehlen irgendwie Sachen, aber da bin nicht ich zu verdächtigen. Nein, frag mal Aleph oder so, die sind bestimmt irgendwie dran schuld. Also ich meine, ja genau. Ich würde sagen, wir haben hier in der alten Mine erstmal alles getan, was wir hier machen konnten. Deswegen gehen wir jetzt wieder raus und ich überlege momentan, wo wir als nächstes hingehen werden. Und ich glaube, wir werden erst nochmal schnell ins neue Lager gehen, denn das ist das nächste Lager hier in der alten Mine. Und gucken mal, was wir da noch so machen können. Also zum einen können wir mal hier, na, wie heißt er?
Laris, genau, können wir Laris mal die 400 Erz geben. Das tut schon weh, dann haben wir wieder nur 1200 Erz, ne? Ah, 1400, okay, 1475. Okay, so weh tut das auch nicht. Dann geben wir ihm das Erz mal. Und ja, drehen auch mal die Liste an. Ich meine, wir wollen zwar eigentlich vermutlich ins alte Lager gehen, aber das heißt nicht, dass wir Laris nicht die Liste geben können. Wir können sie halt erst Laris geben und danach zu Diego bringen. Und das bringt uns ein bisschen mehr Erfahrung ein. Deswegen würde ich sagen, machen wir das einfach. Und ja, ich glaube, mit dem Reislord können wir uns noch nicht anlegen. Da möchte ich mir erst eine bessere Waffe holen. Aber wir können mal versuchen, ob wir uns unsere Hütte erprügeln können. Dann hätten wir zumindest auch mal eine vernünftige Übernachtungsmöglichkeit im neuen Lager. Dann haben wir da noch die Sache mit dem Dammlurker. Das können wir mal ausprobieren, aber ich glaube, gegen Lurker haben wir noch nicht so wirklich Schnitte. Vielleicht, wenn ich mal noch einen Bogen mitnehme, aber ohne das irgendwie in Sachen in Geschick zu investieren, Lernpunkte, bringt das eigentlich auch nicht so viel. Ihr Templer, ne? Ihr habt mir damals die Scavenger geklaut. Unglaublich. Gornadrak, ne? Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen noch eine Menge sammeln. In der alten Mine sind unsere Minecrawler-Jagdtrupps Tag und Nacht im Einsatz. Ja. Haben wir ja schon mit denen geredet. Na gut. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich weiß aber nicht mehr was. Ach ja, genau. Dammlurker. Ja, genau. Stimmt. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und zwar, wir haben ja Stärke und Geschick. So, bei Stärke ist es so, je mehr Punkte wir in Stärke reinpacken, desto härter schlagen wir auch zu. Also das erhöht tatsächlich unseren Schaden mit den Nahkampfwaffen. Bei Geschick ist das nicht so. Geschick erhöht nicht den Schaden, den wir mit dem Bogen machen. Aber je mehr Geschick wir haben, desto zielsicherer sind wir auf lange Distanzen. Also momentan mit 10 Geschick, dann, keine Ahnung, die hier können wir vielleicht noch treffen. Aber wenn wir von hier aus irgendwas versuchen zu treffen, das da hinten am Eingang der Mine steht, werden wir nicht treffen. Nein, mit 10 Geschick auf keinen Fall. Wenn wir jetzt aber 100 Geschick haben, dann sieht das schon anders aus. Dann können wir den von hier hinten auch vermutlich treffen. Auch wenn ich halt, wie gesagt, mit dem Bogen bisher nicht wirklich viel gemacht habe. Aber so viel weiß ich. Tja, dafür ist halt Geschick gut. Und ich will eigentlich keine Punkte in Geschick stecken, denn das bringt mir halt ansonsten nicht wirklich was. Also lassen wir es sein. Naja, egal. Das war die alte Mine. Und das war so ein bisschen das Vorstellen der Lager, was man da so machen kann. Zumindest grob. Also da sind noch ein paar weitere Details und Feinheiten. Ach ja, was ich noch zum Magiesystem sagen sollte, ist, es ist unabhängig davon, welchem Lager wir uns anschließen, was für Sprüche wir lernen können. Also wir haben ja im alten Lager die Feuermagier, im neuen Lager die Wassermagier. Das heißt, sie haben halt auch dementsprechend Feuermagie und Wassermagie. Und wir haben dann noch im Sektenlager die Magie des Schläfers. Wir können allerdings aus allen Lagern die Runen kaufen und damit auch Magie von jedem Lager anwenden. Das heißt, wenn wir uns jetzt beispielsweise dem alten Lager anschließen, können wir nicht nur Feuermagie wirken, sondern wir können auch Wassermagie wirken und die Magie des Schläfers. Also das ist keine Einschränkung. Da können wir alles machen. Wir brauchen halt nur die entsprechenden Runen. Und wie gesagt, die können wir kaufen. Also ist das alles kein Problem. Ja, das war ja noch eine wichtige Information zur Magie. Und ich würde sagen, das nächste Mal sehen wir uns dann am Eingang des neuen Lagers wieder oder irgendwo mitten im neuen Lager, vielleicht auch das. Bis dahin, macht's gut